Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zu einem ganz speziellen Video bzw. einer entsprechenden Serie, je nachdem wie euer Feedback ausschauen wird. Und zwar wurde ich im Stream auf YouTube und auf Twitch genötigt, meinen Hardcore-Charakter zu machen. Nun ist es so, ich habe fast 6 Jahre Division auf dem Buckel, Division 2 und habe mich nie rangetraut, weil der Sinn und Zweck des Hardcore-Charakters und das, was man verlieren kann, das kollidiert eigentlich mit meinem Spielstil. Heißt, könnte schwierig werden. Und die Zuschauer fanden es lustig und daraufhin werden wir das mal ausprobieren. Ich werde das Ganze auf YouTube für alle, die keinen Bock auf Livestreams haben oder Interesse daran haben, werde ich das in gewisse Folgen unterteilen und werde das dann raushauen. Ich wünsche mir auf jeden Fall sehr, sehr euer Feedback und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr generell sowas cool findet. Das ist ja so eine Art Let's Play-Style, ne? So eine Art, ob das was für euch ist. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Guten Morgen, Marcel. Na, alles gut? Wie geht's dir? So. Wir wagen es mal. Ich bin froh, dass der Hardcore-Agent sich noch in der Beta befindet. Ich glaube, das wird mir helfen. Ja. Schauen wir mal. Gehen wir es mal an. Jo, was sehe ich da? Hi, Lexi. Ich hab's gehört, es tut mir so leid für dein. Es tut mir so leid. Ich hab's mitbekommen. Ei, du Witzka. Na, guck mal. Ist doch eigentlich, ich brauche nur einen. Oh nein. Eigentlich fast egal, wie er aussieht, aber der Bart passt. Das passt. Das passt. Machen wir. Gut, da freut mich Marcel. So. Schauen wir mal. Hallo, ja. Motherfucker. Gute Markus. Danke dir. Ja, Level 22 am Kontrollpunkt haben die Levels mich überrannt. Oh. Okay. Over here. Agent. Meet me at the gate. Gucken mal. Mal gucken, was mir so blüht. Ich hätte nie einen angefangen, hätte die mich dazu gequält. Schauen wir mal. Ich muss aufpassen, wie ich laufe, nicht, dass ich irgendwo hängen bleibe. Alter, das ist ja echt komplett von Anfang an, ne? Ist ja komplett von Anfang an. Alter Vater. Viel Glück und Spaß. Ich geh jetzt noch etwas chillen, bevor ich mich ins Bett gebe. Ja, mach das, Markus. Danke dir. Moin, Celestri. Mehr als sterben kann man nicht. Ja, das ist schön gesagt, ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ah, ja. Aber was hast du denn am Kontrollpunkt gemacht? Hast du den Kontrollpunkt hochgepusht? Oh. Hast du den hochgepusht und wolltest mehr Loot haben? Wenn du im Tutorial stirbst, war's das. Echt? Also im Tutorial darf man auch nicht sterben. Ich gebe mir Mühe. It's been 7 months since the outbreak. Oh. Alter, Vater, den Anfang habe ich schon ewig nicht gesehen, ne? The real danger is out there, waiting. Nice. Jetzt zeig mal, was du kannst. Moin, Screw. Ja, da wird lustig. Das wird lustig. Je nachdem, wie alles läuft und eventuell der Char überlebt, werden wir den dann in der neuen Season dann noch irgendwann weiterführen. Incoming Alert on the SHD Emergency Channel.
Aber erstmal gucken. Ne, ich will nicht so. Mich nicht so allzu weit aus dem Fenster lehnen. Schauen wir mal. Gemoin Spawn. Oder kurzes Vergnügen, ja. Gemoin Markus. Gemoin Pestwurzel. Wie geht's euch? Wie geht's euch an dem schönen Sonntag? Ja, erinnert an Tag 1, wo wir frisch angefangen haben. Ja, ist so, ne? Ja, ist halt echt nochmal was anderes, ne? Komplett ohne seine anderen Charaktere, ohne die ganzen Boni. Also komplett ohne die Boni, das ist schon hart, ne? Ich bin gespannt. Muss ich das ganze Tutorial nochmal machen hier. Gut und munter, das freut mich. Weil der 2 NPCs gekillt ist so. Ich möchte, dass das festgehalten wird. Ach, ich muss Stufe 2 sein. Ach, sehr geil. Ach, herrlich. Verwerf die Tutorials. Rare Parrot. Mit anderem Gear hat einen Bauch interessant. Ja. Sonntag und die beim Zocken zugucken, dann kann es auch nur gut gehen. Ne? Freut mich, Markus. Danke, mein Lieber. Musst du den Navy Hill Kontrollpunkt machen wegen irgendeinem Code. Okay, und da sind welche links aus dem Kontrollpunkt raus und rechts welche rein. Und ich habe die wegmachen wollen, die links raus sind. Und dann wurde ich von allen Seiten attackiert. Und ich Movement-Krüppel bin nicht schnell genug hinter die Deckung. Irgendwas nicht richtig in Deckung gegangen. Gibt super Clips davon. Der Pio macht da einen guten Job. Ja, mega. Ah, ich bin echt gespannt. Aber wie gesagt, ich versuche mich echt nicht umzustellen. Ne? Ich will mein Spielstil nicht wegen dem Hardcore aufgeben. Na, gib her den guten Loot. Ah, bin schon Level 2, ich kann meine neuen Knieschoner anziehen. Geil. So. Ich spiele mit dem HC schon vorsichtiger als mit dem SC. Ja, ich denke, da wird, klar, das wird sich so einspielen, ne? Wie gesagt, so die einzige Erfahrung, die ich diesbezüglich habe, sind entweder ein Extraction-Shooter, wo du aber meist nur dein Gear verlierst und so und dann nackig wieder dastehst. Oder halt der HC, den ich in Diablo hochgezogen habe, ne? Und ja, da merkst du schon, da war halt auch stellenweise mal knapp, ne? Oh, guck mal hier. Guck mal, das ist doch ein geiler Push für Level 30, oder? Oh, 40. 40 und 30, guck mal hier. Da lohnt es doch, zu pushen. Mal gucken, ob wir die beiden Kisten überhaupt aufmachen können. Ja. Ja, ja, ja. Head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Hey there. Up for learning a new skill? Oh, ist ganz klar, was wir nehmen, ne? Ja. Wiederbeleber sollte sein. Okay. Ach, alter Vater, ich muss hier die Skills freischalten, ne? Hey, du Witzka. Okay.
Was nehme ich denn als zweite? Was nehme ich denn als zweite Fähigkeit? Ich müsste eigentlich die Drohne nehmen. Ach, guck mal. Ich glaube, ich nehme die Drohne. Mehr brauche ich eigentlich eh erstmal nicht. Mit Schild will ich nicht spielen. Ich nehme die Drohne zum Ablenken. An. Agent, we've just received a distress call from New York. There's been an attack on the division and they requested immediate support. Meet me on the White House South Lawn. There's a helicopter prepped for us. We need to leave now. Okay, ich will aber nicht nach Dingens. Ey, die Tutorials machen mich fertig. Huo hat gerade mit 21 Zuschauern geredet. Moin, Luki Casio. Corredio! Gestippo! So, let's go! Vielen, vielen Dank für den Raid, mein Lieber. Ah, weg die Dinger hier. Okay. Oh, Noxio, hi! 2011 Skydriver ist jetzt Mitglied des Kanals. 2011 Skydriver celebrates 10 months of membership. Sky, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Auch schon 10 Monate, verrückter. Dankeschön. Oh, moin, Onoxio. Moin, Mary Poppins. Klubschi! Na, wie geht's euch, ihr Lieben? A new agent is joining your team. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning. Entering Darktown. Sasaman 1987 hat gerade Sasa! Für 34 Monate abonniert. Was da los? Danke, Sasa. Was da los? Ja, HC, gell, und so. Ich wurde gequält. Skydriver, gell? Ja, Sky. Mein Skydriver. Ach, mega. Brooklyn DLC kann nicht warten, ja, auf jeden Fall. Grüß dich, mein Lieber. Wenn ich dich auch endlich mal raiden kann, muss es sein. Ich danke dir. Vielen Dank. Und Noxio, schlechten Leuten geht's immer gut. Wann Raid? Drück mir die Daumen, dass er nicht hat überlebt. Ich gebe alles. Oh, ja, nehmen wir mit. Goodies und so nehmen wir mit. Ne? Natürlich. Wir brauchen XP. Wir brauchen 41 XP. Hast du dein HC überhaupt noch, Sasa? Oh. UCP? Ja, komm. Mitnehmen. Klar, Santa. Sehr gut. Hast du SHD mit dem auch schon gepusht? Ein, zweimal war brenzlig in der Dark Zone, aber naja, Leben am Limit, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche den zweiten Skill, brauche ich. Das sollte mal sollte ich priorisieren. Aber guck mal. Wann geht's morgen los? Morgen direkt nach der Arbeit um 4 Uhr ungefähr. So 4, Viertel nach 4 oder sowas fahren wir los. Deswegen passt das ganz gut, dass ich jetzt noch ein bisschen was machen kann. Weil morgen wird... Nee, ich muss Gewehr tauschen. Wenn ich schon eine AK krieg, dann ziehe ich die AK auch an. Habe ich eigentlich... Warte mal. Ich habe gar nichts. Noch nicht mal Aufsätze, Alter. Das ist ja nice. PvP.
Komm doch, trau dich. 600 oder so, okay. Okay. Ja, gucken wir mal. Halb nackt, keine Mods, nix, ja, ist so. Einfach auf der Straße rennen und immer Tat checken, kann böse enden. Corinio, da kennst du mich, genau das ist das. Das ist das, was ich gesagt habe, dass der, die, das, wofür der Hardcore-Modus steht, das kollidiert mit meinem Spielstil. Das wird lustig. Was ist das für ein Schmutz? Und eine neue Weste, super. So, oh, let's go. Nearby Echo detected. Oh, die Echos geben auch XP, ne? Ja. Echos geben auch XP. Ah ja. Ich glaube, den Fehler macht man nur einmal. Das kann natürlich sein. Hey, gute Nunu! Aber das Beste war HC, erster Raid direkt Adler. Okay, das ist krass. Das ist dein Lachs, also. So. Oh, das ist oben. Alter, Vater. Ja, mit diesem Hintergrundwissen, da hast, kriegt man schon mega Bock auf Survival wieder ein Ründchen. Wie oft ich durch die Straßen von DC tingeln und plötzlich steht da böse, wie ich denkt sich mit meinem Stil auch nicht wirklich. Deswegen muss man kopfmäßig wirklich umschalten, zumindest ich. Ich versuch's, ich bin weitaus älter als du, da wird ein bisschen schwieriger mit dem Umstellen. Wir schauen. Okay. Das hast du gesagt. Ich meine, was ich sage. Okay. Heißt, die sich alle freischalten. Electronic. Oh. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Na ja, gut, oder auch nicht. Okay. Ich hoffe auf die Loot-Glücksfee, aber... Ich glaube, mit der werde ich auch im HC nichts am Hut haben. Komm mal auf der Schuppe. Kann ich mich importen? Nee. Okay. Die Sträger wird geil, die Sträger wird auf jeden Fall geil. Pio! Moinsen, na, alles gut? Wie geht's dir? Oh. Hä? Where's the prisoners? I got tired of them moaning. So you let them go? No, I didn't let them go. Motherfucker, we were gonna trade them. Oh well. That's what you gonna tell Diesel when he asked why you killed them? I kill him? The dog's dead. You're right next to the Grand Washington Hotel. Okay, here we go. Yo, passt eben mit meinem SC die wöchentliche gemacht. Ja, sehr gut. Du bist dabei. Oh. Guten Abend, Perry. Na, wie geht's dir?
Ich freue mich, Leute. Also, moin, erstmal nochmal schön. Ab morgen Abend bin ich im Urlaub. Bis einschließlich Freitag. Und dann ist es echt nicht mehr lang, ne? Darauf den Dienstag geht schon los. Freue mich. Gut, gut. Und selber alles gut. Ja, mir auch, Perry. Danke dir. Das HC-Zeichen ist schon geil, ne? Da muss man echt sagen. Ich glaube gar nicht, wenn du die ganze Zeit gewohnt bist, normal zu spielen, gell? Und hast dann hier, musst dann wieder ein bisschen gegenhalten, wenn du, mit der Waffe schießt. Oh, eine Vektor. Ja, auf jeden Fall. Ja. Muss er doch oben sein. Das Zeichen sieht man auch in ganz groß, wenn man stirbt. Ah, kannst du bestätigen. Ah, echt? Cool, dann brauche ich das ja nicht. Brauche ich das ja gar nicht ausprobieren. Moin, Stefan. Wie jetzt schon wieder im Urlaub? Carbine oder MK16, Top-Waffen, was das Handy angeht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber man ist ja geübt, ne? Man ist ja geübt. Ich vergesse, dass sie nur 20 Schuss hat. Ich habe ja nichts drauf. Geil. Ach, herrlich. Ah. Frag Lexi Duki an, nicht? Na, Big Rock, na? Alles gut? Das ist so geil mit den Hyenas, das fällt mir ja gerade erst ein, ne? Die kriegen ja erst, Oh, geil. Besonders hier die Nahkämpfer und so, die haben am Anfang ja gar keinen Helm auf. Ne? Die haben ja gar keinen Helm auf. So war das ja, und auf einmal haben die Helme getragen und so. Das war total geil. Okay. Wo geht's hin? Wir fahren nach Belgien. Nicht ganz so weit weg von uns. Wir müssen nicht so weit fahren. Und einfach mal runterkommen ein paar Tage. Das ist ganz wichtig. First time playthrough? Ja, ja, ja. Gerade Spiel erst gekauft.
Ich habe noch keine Ahnung von dem Spiel, aber man hat mir gesagt, kauft ihr das günstig bei Ubisoft? Kostet mit DLC nur ein Zehner oder was? Und dann soll ich einen Hardcore-Charakter spielen, weil das wäre einfacher zu spielen. Deswegen habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich das auf jeden Fall mal, ne? Sollen wir dich ein bisschen spoilern? Ja, bitte. Ja, bitte. Sehr gerne. Gar nichts, holst du einen Minigun. Finger weg. Kelso geht's gut. Kelso hat zwei Dracheneier und soll auf den Thron. Ist so. Aaron Keener ist tot. Er lebt. Spoiler wird sein, er wird oben sterben. Achtung, Spoiler. Du versenkst tausende Stunden in dem Game. Ich bin gespannt. Hab gerade mal 20 Minuten drin. 26. Warning. You are now entering a contaminated area. René, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja. Kümmerliche Vorstellung. Hey, ich schlafe mich wacker. Oh, da gibt's auch Kronos. Oh, dann darf ich nicht Baller spielen. Hier gibt's guten Loot. Muss ich mitnehmen. Rucksack, fällt mir. Was gestern mit deinem HC bei Navy Hill? Hab eine Schweigeminute eingelegt, lass mir da noch was einfallen. Der ist gut. Der ist gut. Navy Hill merke ich mir auf jeden Fall. I'm on the roof, holding for backup. I have eyes on you, Kelso. You see Saint? I don't know what he looks like, but there are plenty of hostiles up there. Not for long. Wow, 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 wow. Beruhig dich, Feuerlöscher. Alter. Leg Blumen an die Deckung von Tante HC von wo Tante HC von uns gegangen ist. Ein Gänseblümchen reicht schon. Verdammt, keine Schlüssel. Die tötbare Rüstung ist gut, dass man das weiß, ne? Ohne die Tutorials und ohne euch kämpfe ich gar nicht klar. Let's go, Kelso! Wir haben keine Zeit.
Kelso ist voll am Cheaten, die hat schon die Stürmerdrohne. Oh. Ah, der kann ja gar nichts, der Saint. Den habe ich aber schwieriger in Erinnerung. Oh. Euer Holster braucht das Land. Die Drops sind ja genauso bescheiden wie mit dem anderen Charakter. Narbendratore. Ja, klar. Muss, Corinio, muss. Oh, let's go. Naja, ihr könnt später schwätzen. Der Saint schwächelt nur, weil er von heute, von Mutti heute keinen Apfel in der Lunchbox hatte. So. Weiß man noch irgendwas Offizielles von Massive in Bezug auf was, Crazy? Auf die Season? Ne. Nur das Aktuelle, was mir halt ein bisschen mit den Twitch-Drops. Und dass sie am 29. freigeschaltet werden. Und das deckt sich halt auch mit den Events, die im Moment laufen. Und das dürfte zu 90% auch das Datum sein, wo die Season anfängt, die neue, ne? Na. Ja. Die Tür war aber auch mal stärker. Oh. Manny, is Odessa on the line? I'll patch her in. Odessa? Kelso has some news for you. We got Eleanor. Is she okay? She's okay. I'm bringing you. Jawoll! Ein grünen Feldbehälter, Experte. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habt ihr vorhin noch ein Special Report, soweit ich weiß? Ja, normal, normal dürfen wir den erwarten können. Oh, gucken wir mal. Endlich mal ein Aboni. Oh. Zack, Hotel Grand Washington fertig. So, und das war's mit dem aktuellen Part der Hardcore-Reihe. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch nicht, je nachdem, ob der Charakter überlebt hat.